Hallo, da bin ich wieder, Digifernunterricht mit Philipp Wampfler. Im Moment gibt es bei mir den Fernunterricht noch nicht. Er liegt so ein bisschen in der Luft, wie so der Herbst in der Luft liegt. Man ahnt, dass es bald so weit kommen könnte. Möchte kurz zwei Punkte aufgreifen, die ich im Moment ausprobiere. Das erste ist was Technisches. Wenn Sie das Video oder wenn ihr euch das Video anseht, dann seht ihr, mein Gesicht ist so ein bisschen beleuchtet. Ich habe mir ein ganz günstiges Ringlicht gekauft. Ich glaube, das hat 35 Franken gekostet. Und mit diesem Ringlicht habe ich so eine gute Beleuchtung, die, also ich denke, dass sie gut ist. Wie es dann rauskommt, werde ich dann sehen. Wobei ich auch in dieses Ringlicht mein Handy reinspanne und mit meiner Handykamera viel bessere Aufnahmequalität habe als mit meiner Webcam auf dem Laptop. Also das sind so die zwei technischen Innovationen, mit denen ich versuche, die Aufnahmequalität etwas zu verbessern. Ich habe mir auch ein gutes Mikro noch geholt, aber damit habe ich noch nicht so viele Erfahrungen, weil ich mich da immer hinbeugen müsste. Und wenn ich so vor dem Rechner oder vor dem Handy sitze, das habe ich jetzt noch nicht so ein gutes Gefühl mit den Kopfhörern, die das Mikro jetzt sind. Geht es für mich einfacher und naheliegender. Also noch einmal vielleicht das Video schauen und ich verlinke es dann auch unten, wie man mit Camo eine Webcam aus einem Handy machen kann, weil die Webcams bei den meisten Rechnern ist wirklich von einer sehr schlechten Qualität und die Handykameras, die alle haben, die sind einfach viel, viel besser und erlauben es besser, Videos zu machen. Und kauft euch ein Ringlicht, das kostet wirklich nicht die Welt und verbessert die Aufnahmequalität. Also könnt ihr hier jetzt auch noch, ja, seht ihr, jetzt ist es ein bisschen bläulicher, weil es jetzt nicht etwas härter und jetzt wieder die erste Einstellung. Also ich kann das dann auch verändern. Nicht meine Erfindung, das habe ich von so ein paar Teenies, die das für TikTok benutzen, abgeschaut, aber empfiehlt sich für alle. Und zeigt dann auch noch ein Bild, das blende ich ein, dann sieht man auch, wie es aussieht von außen. Und das Zweite, was ich mache, ich habe jetzt immer wieder Klassen, in denen recht viele Schülerinnen fehlen, die teilweise in Quarantäne sind, die mit leichten Symptomen, also wenn es auch nur ein Husten ist, nicht in die Schule kommen dürfen und sich auch daran halten. Und was mir ganz wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die nicht kommen, das sind eigentlich die Disziplinierten, die halten sich an die Regeln. Und da möchte ich nicht, dass sie darunter leiden, dass sie nicht da sind. Und bei denen habe ich begonnen, mit Loom ein kurzes Wochenrückblick-Video zu machen, um ihnen zu erzählen, was wir in dieser Woche im Präsenzunterricht gemacht haben. Was ich auch einbinde, sind dann kurze Videosequenzen. Also ich mache zum Beispiel nächste Woche Pecha-Kucha-Präsentationen und ich mache ein erstes Beispiel, um der Klasse zu zeigen, wie das funktioniert. Und da lasse ich dann eine Schülerin, einen Schüler oder mit dem Stativ nehme ich mich auf und diese Videos stelle ich dann der Klasse zur Verfügung. Also, was ich so grundsätzlich vielleicht ein bisschen theoretischer sagen möchte, ist, wenn wir so Hybrid-Settings haben, bei denen wir eigentlich unsere ganze Arbeitszeit in den Präsenzunterricht investieren, dann würde ich davon abraten zu sagen, ich muss diesen Präsenzunterricht irgendwie live übertragen können nach Hause, sondern ich würde sagen, macht in diesem Präsenzunterricht kleine Videos, kleine Artefakte, kleine Lernaufgaben, die dann auch nach Hause transportiert werden können und die so einen Einblick geben in das, was in der Stunde gelaufen ist. Aber eine direkte Übertragung ist für die meisten Lehrkräfte aus meiner Sicht eine technische Überforderung. Also für mich zumindest wäre es eine technische Überforderung. Aber ein kleines Video machen lassen, das geht ganz gut und ist auch sinnvoller als jede Phase des Präsenzunterrichts zu Hause dann mitzubekommen. Das war's schon für heute. Mal sehen, wann es dann weitergeht und tschüss.